Das heutige Gericht ist für all die da draußen und uns hier drin, denen selbst One-Pot-Pasta-Gerichte zu aufwendig sind. Ja, den Topf muss man ja danach abwaschen. Wer hat die Zeit? Ja. Herzlich willkommen bei Yum Tam Tam. Wir machen was heute? Ofengemüse, aka One-Sheet-Pan mit Lachs. Wow. Ja, ich hab richtig Bock drauf, weil es ist so ein richtiges Nico-Gericht. Es ist sehr schnell und sehr einfach. Und lecker. Jo, let's go. Wir schälen und schneiden jetzt das ganze Gemüse klein. Brokkoli, Mohrrüben. Zucchini, rote Beete. Ja, dann schneiden wir es jetzt mal in Ruhe. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Wir legen jetzt das Gemüse da drauf und sortieren nach Regenbogenfarben, weil schön. Ja. Im Endeffekt ist die Reihenfolge auch egal. Ihr könnt es auch alles bunt draufschmeißen, aber wir dachten, es ist ein bisschen hübsch. Ich will einfach alles drauf so. Ein richtiges Fitnessgericht, ey. Ja, wir haben auch sogar schon mal Ofengemüse gemacht, was auch so ein bisschen fitnessmäßig angehaucht war. Also guck mal da oben. Wie hübsch. Es ist wunderschön. Ich will es essen. Oder? Ja. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben übrigens noch ein bisschen übrig. Das machen wir dann später zu einem Salat oder nochmal ein Blech. Ja. Dann kommt da das Öl drauf und dann die Gewürze, würde ich sagen. Ja. Ich wäre natürlich so mit der Flasche. Deswegen mache ich es jetzt einfach auch. Weil es auch ein Fitnessgericht ist. Listen, man kann kein Fitnessgericht machen, dann aber einen Liter Öl nehmen. Dann ist es kein Fitnessgericht ja, mehr. Ja, doch, das ist ein Gericht, nachdem du viel Fitness machen musst. Dann. Ja, das ist, jetzt verstehst du. Oh mein Gott. Dann haben wir hier Knoblauchgranulat. Oh, naja. Knoblauch gibt es nicht so viel, also von dem her alles gut. Ist so. Und noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Und noch ein Kräuter der Provence. Oh. Leute, wenn es schnell gehen muss, das ist es. Ja. So, noch ein bisschen kurz durchmengen, aber nicht im Regenbogen zerstören. Okay. Tasty. Ja. Die kommen jetzt ab in den Ofen und in der Zeit kümmern wir uns um unser Pesto. It's Pesto time. Yes. Dazu rösten wir Mandeln an und das wird dann alles schön mit Petersilie pulverisiert. Püriert, pulverisiert. Pulverisiert. Bäm. Und rein damit. Ich zupfe die Blätter von den Stängeln hier ab, weil manchmal kann es ein bisschen bitter werden. Ihr könnt die Stängel aber trotzdem noch essen. So ist es nicht, ne? Mach mal vor. Auch für Suppen und so. Ich bin ja nie so. Schön. Du bist nicht so eine. Dazu gibt es auch noch Spinat. Spinat. Ja. Zum Pesto kommt noch der Saft von einer halben Zitrone. Bisschen Olivenöl. Salz und Pfeffer. Und unsere Mandeln. Let's go. Wir haben als Basic jetzt Spinat. Was ist denn bei euch die Grundlage? Ich bin ja mehr so zum Kaufen. Aber sonst ist das auch lecker. Okay, schau mal. Ich möchte probieren. I'm happy. Sehr gut. Willst du auch probieren? Ja. Ja, abgenommen. Jetzt wird der Lachs angebraten. Und zwar mit Öl und Knoblauch. Gut, während du hier so fleißig brätst, guck ich mal, was das Gemüse macht. Alright. Nee, komm noch kurz. Ein letztes Mal drehen. Oh, fast. Ah, er wollte nicht. Oh, wow. Good. So, und der andere noch? Ich würde sagen, ich hole auch mal unser Gemüse raus. Ja. Geil. Ich liebe Ofengemüse einfach. Es ist so lecker und geht so schnell. Ja. Wir haben, by the way, auch TV-Snacks gemacht mit Ofengemüse. Ah. Die hier oben verlinkt. Wie überrascht du bist. Ah, haben wir das? Ah. Ja, ich kann mir auch nicht jedes Video merken. Okay, bei 1000 Stück. Du so, ah, klingt lecker. Ja, war ich dabei. Dann würde ich sagen, richten wir an, oder? Jo. Okay, endlich. Let's endlich. Go. Endlich. Okay. Bisschen Lachs, ein bisschen Pesto. Und die Greens, Leute, die Greens. Die Oranges. Ich finde, mit so Ofengeschichten kannst du eigentlich nie was falsch machen. Das ist so einfach und ist auch wirklich perfekt, wenn du Anfänger bist. Du musst nur gucken, dass es nicht verbrennt und das war's. Du kannst einfach nicht mehr was anderes machen. Ist egal. Es ist ja sowieso im Ofen. Ja, genau. Voll geil. Lieb's. Ja, in der Zeit könntet ihr zum Beispiel eins unserer anderen Videos gucken, zum Beispiel One-Pot-Pasta mit Kürbis. Oder One-Pot-Tortelloni. Mmh, sehr lecker. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. Tschüss.